Hallo und herzlich willkommen. Da mich bereits einige Leute gefragt haben, wie ich eigentlich meine Coins auf Hypixel Skyblock verdiene, zeige ich euch heute mal alle Methoden, mit denen ich bisher mehr oder weniger Coins verdient habe. Doch zunächst habt ihr wieder die Möglichkeit, 250.000 Coins zu gewinnen, wenn ihr das Video liked, den Kanal abonniert und euren Ingame-Namen in die Kommentare schreibt. Der Gewinner wird dann am Mittwoch ausgelost. Den Gewinner des letzten Giveaways findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Nun zurück zu den Moneymaking-Methoden. Im ersten Teil des Videos werde ich euch zeigen, wie ihr aktiv Coins machen könnt und im zweiten Teil zeige ich euch alle AFK-Methoden, die ich kenne, um Coins zu verdienen. Wenn ihr direkt zu den AFK-Methoden springen wollt, findet ihr den Timestamp in der Videobeschreibung. Meine ersten paar tausend Coins habe ich als blutiger Anfänger mit den Farmen von Weizen und Karotten im Hub verdient, um sie anschließend einfach beim NPC zu verkaufen. Weizen findet ihr, wenn ihr Richtung Bahn geht, und für Karotten eignet sich sehr gut der Ort, wenn ihr bei der Bank weiterlauft in den Berg hinein, da dort fast immer alle Felder voll mit Karotten sind. Im Hub könnt ihr euch dann auch noch eine Rookie Hoe für 10 Coins kaufen und sie mit Harvesting 5 verzaubern, um noch mehr Karotten oder Weizen zu bekommen. Die zweite Methode kennt eigentlich jeder, der schon nach Moneymaking-Methoden auf YouTube gesucht hat, und zwar das gute alte Melonenfeld, Kürbisfeld oder die Zuckerrohrplantage. Ihr müsst zwar anfangs etwas Geld und Zeit hineinstecken, aber bereits mit einer kleinen Farm könnt ihr als Anfänger gute Gewinne erzielen, um eure Farm zu vergrößern oder um eure Ausrüstung zu verbessern. Bei den Feldern ist es wichtig, dass ihr möglichst schnell alles aberntet, indem ihr beispielsweise eine komplette Young Dragon Armor tragt oder ihr Leuchtfeuer habt, die euch extra Speed geben. Ansonsten könnt ihr die Melonen mit einer Silk Touch Axt abernten, um sie seltener zusammencraften zu müssen, und bei den Zuckerrohr würde ich euch wieder eine Rookie Hoe empfehlen. Die zweite Methode könnt ihr auch schon rechtzeitig verwenden, denn anfangs habe ich auch gut Geld gemacht, indem ich Items im Auktionshaus verkauft habe, die man erst später in einer Collection freischaltet. Die Items, die ich dort genutzt habe, sind beispielsweise der Magical Water Bucket, den ihr mit Level 5 in der Ice Collection freischaltet. Wenn ihr ein Eisminion ein paar Tage stehen habt, seid ihr dort sehr schnell Level 5, oder eine Flint Shovel, die ihr bereits mit Level 2 in der Flint Collection freischaltet, da viele Leute scheinbar nicht wissen, dass sie Flint im Spider-Den farmen können oder es sogar im Hub bei Pet im Graveyard kaufen können. Die beiden Items machen euch jetzt zwar nicht zum Millionär, aber für den Anfang geben sie gut Geld und man kann sie sehr schnell craften. Natürlich könnt ihr die Methode auch für teurere Items, wie beispielsweise einen Hot Potato Book oder einen Runan's Bow verwenden, indem ihr alle Materialien im Hub kauft und sie dann gewinnbringend im Auktionshaus verkauft. Und wenn ihr nicht so recht wisst, wie ihr die Sachen gewinnbringend im Auktionshaus verkaufen könnt, kann ich euch mein Video zu den Auktionshaus-Tipps empfehlen. Auch bei der nächsten Methode können wir die Faulheit von anderen ausnutzen, um ordentlich Gewinn zu machen. Denn manche Leute kaufen lieber die Upgrade-Materialien für ihre Minions, anstatt sie selber zu farmen. Ein gutes Beispiel dafür sind Blumen, da man für den Flower Minion wirklich viele Blumen braucht, um ihn auf Level 11 zu bringen, und bisher nur wenige Leute enchantete Blumen im Auktionshaus verkaufen. Also wenn ihr die Blumenfarm habt, die ich euch bereits in einem Video vorgestellt habe, müsst ihr nur noch das Knochenmehl in die Hand nehmen und schon könnt ihr anfangen, Blumen zu farmen, um sie im Auktionshaus zu verkaufen. Für die nächste Methode müsst ihr schon im Endgame sein, aber ich habe bisher wohl am meisten damit Geld verdient, indem ich Zealots im End gefarmt habe, um Summoning Eis zu bekommen, welche ich dann im Auktionshaus verkauft habe. Ich kann euch momentan aber nicht sagen, ob es besser ist, die Zealots zu One oder Two hitten, um die meisten Augen zu bekommen aufgrund der letzten Änderung. Um möglichst schnell viele Zealots in kurzer Zeit zu töten, empfehle ich euch aber eine Full Wise Dragon Armor in Kombination mit einem Rough Sword, welches euch für kurze Zeit einen Speed Boost gibt, den man stacken kann. Während ich Zealots gefarmt habe, habe ich auch alle Enderperlen aufgehoben, um daraus später Aspects of the End zu craften, welche ich ebenfalls im Auktionshaus verkauft habe. Und während dem Zealots Grinden hat man auch recht viel XP bekommen, was mich zu meiner nächsten Moneymaking-Methode bringt. Und zwar habe ich verzauberte Bücher im Auktionshaus verkauft. Diese Methode könnt ihr auch schon rechtzeitig machen, da ihr nur einen Verzauberungstisch braucht, an dem ihr auf Level 56 verzaubern könnt und genügend XP-Level. Wenn ihr nicht so recht wisst, wie ihr schnell hohe XP-Level bekommt, mache ich demnächst auch ein Video zu meinen Lieblingsmethoden, um XP-Level schnell zu farmen. Die beste Verzauberung, die ihr am Verzauberungstisch bekommen könnt, um sie zu verkaufen, ist meiner Meinung nach Critical 5. Growth 5, Giant Killer 5 und Ender Slayer 5 sind aber auch nicht schlecht, um sie zu verkaufen. Und wenn ihr keine Lust habt, so viel XP zu farmen, um Bücher zu verzaubern, könnt ihr auch einfach Level 4 Bücher selber craften und diese dann für ein paar XP am Amboss zu einem Level 5 Buch zu machen. Dort habe ich besonders oft Luck 5 Bücher, die ihr mit Level 5 in der Hasen Collection freischaltet,
oder Cubism 5 Bücher, welche ihr mit Level 4 in der Kürbis Collection freischaltet, im Auktionshaus verkauft. Die nächste Methode ist das Grinden von neuem Content oder einem Event, wie derzeit das Spooky Event, um die neuen Items gewinnbringend zu verkaufen, solange sie noch viel Geld bringen. Momentan farme ich beispielsweise Bett-Talismane, da viele Leute den neuen Bettring und das neue Bett-Artefakt haben möchten, wodurch ich in letzter Zeit pro Bett-Talisman etwa 100.000 Coins bekomme. Nun kommen wir zu den AFK-Methoden. Die wohl bekannteste ist die Verwendung von Minions, indem man sie einfach Items farmen lässt und sie dann im Hub verkauft. Der beste Minion dafür ist derzeit wohl der Clay-Minion, aber ihr braucht einen Super-Compactor, um den Clay-Minion komplett zu nutzen. Denn selbst mit einem Compactor ist der Minion extrem schnell voll. Also wenn ihr noch keinen Super Compactor habt, lohnt es sich auch, einen Diamant-Minion zu verwenden, um Geld zu generieren. Und wenn ihr noch nicht mal einen Compactor habt, könnt ihr auch einen Obsidian-Minion verwenden. Man kann aber auch Mob-Grinder bauen und dann die Mob-Drops im Hub verkaufen. Jedoch müsst ihr dann ständig auf eurer Insel sein, damit sie ihre volle Wirkung entfalten. Ihr könnt natürlich auch beispielsweise einen Kartoffel-Minion nutzen, der für euch so lange Kartoffeln farmt, bis ihr einen Hot-Potato-Book craften könnt, um dieses dann im Auktionshaus zu verkaufen. Ich persönlich bevorzuge von den drei Minion-Methoden aber die Clay-Minions, da sie mit dem wenigsten Aufwand verbunden sind, wenn es darum geht, die Items zu verkaufen. Um die nächste AFK-Methode zu verwenden, müsst ihr wie bei dem Kürbis- oder Melonenfeld erstmal etwas Zeit und Geld investieren, aber wenn ihr eure Kaktusfarm erst einmal gebaut habt, müsst ihr nur noch ab und zu neues Brennmaterial nachfüllen und das gesamte Kaktusgrün einsammeln, um es zu enchantetem Kaktusgrün zusammen zu craften. Da viele Leute ihren Kaktusminion upgraden möchten, aber das Farmen des enchanteten Kaktusgrüns dauert recht lange mit einem Minion, daher kaufen viele Leute lieber wie bei den Blumen die nötigen Materialien im Auktionshaus. Die dritte und mit Abstand beste AFK-Methode, um Coins zu verdienen, sind Zinsen, da ihr euch dafür nur alle 2 Tage einloggen müsst, da die Zinsen nun nicht mehr als 2 Tage stacken. Daher empfehle ich euch auch, erst einmal auf eurer Bank so viel Geld zu sparen, bis ihr die maximalen Zinsen von 250.000 Coins bekommt und erst alles Geld darüber ausgibt. Ich hoffe, es war der ein oder andere neue Tipp für euch dabei. Wenn ihr noch weitere Moneymaking-Methoden habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Like da lasst und den Kanal abonniert, damit ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpasst. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ciao!